1, 2, 3, 4. Test. 1, 2, 3, 4. Ja, Karin und Hilde, kommt rein. Grüßt euch. Setzt du dich da, wo du magst, Hilde, da an dem einen oder den anderen. Grüß dich. Hallöchen. Ja, und die Karin vielleicht da. Oder da, das ist egal. Wir haben den Sender schon soweit vorbereitet. Wir können also direkt loslegen. Aha. Die Platte ist auch schon eingestellt. Wir schalten jetzt hier einfach nur die Sender. Последние 5-6 лет законы в армии стали куда более благосклонны к людям. Многие работающие супруги в семейные дела оцениваются куда выше, чем раньше. Liebe Jenseitigen, wir grüßen euch. Liebe Therese, ich freue mich heute Abend auf dich. Liebe dich. Absolut innig. Lieber Joe, auch dich liebe ich innig. Danke dir. Ja, ich danke dir. Hallo Georg, ich bin hier. Vielleicht ist es schon ganz lange her, wo wir beide miteinander gesprochen haben. Ich freue mich, dass ich das von dir höre. Liebe Jenseitigen, liebe Therese, lieber Joe, ich bin euer Herr Mienchen. Ich liebe euch innig. Und weg. Das war's im Prinzip schon. So, die Dinger ausmachen, den Radio aus. Jetzt kommt die Abhörerei im Prinzip. Ja? So, so ist das im Prinzip. So, jetzt werden wir das alles wieder protokolliert abhören. Ich tue erstmal diesen Radiorekorder hier aus dem Weg. Den können wir ja so jetzt wegstellen hier. Den brauchen wir jetzt nicht mehr dazu. Den können wir hier hinstellen. Da passiert nichts. So, das ist also heute die Sitzung. Heute vom 29.05. 29.05.04. Und das ist Hilde, Hermine und Karin. So, dann können wir es direkt wieder abhören. Ihr könnt ja da wieder die Kopfhörer kriegen, der ist ja wieder lang genug. So war die Stelle, wo wir angefangen haben.
Lust dran hätte. Im Prinzip jederzeit. Hast du es mitgekriegt? Nee. Dann gib vor weiter. Der reicht doch bis dahin, sonst rück ein bisschen näher. Mhm. Zu jeder Zeit, ne? Ja, ja, richtig. Mhm. Zu jeder Zeit, sagt die Stimme. Die meint damit natürlich, zu jeder Zeit machen wir solche Versuche. Mhm. Zu jeder Zeit. Jeder Zeit. Es war ein Mann, das heißt, männlich ist dann hier oben. Mhm. Und geht weiter. Well Schneider, mein Nachname. Hast du mitgekriegt? Ja. Well Schneider. Well Schneider. Gut, Schneider. Schneider, mein Name wurde genannt. Hast du mitgekriegt? Ja. Well für Englisch gut und das können wir weglassen, aber Schneider. Ja. Mein Name wurde genannt. Obwohl ich es noch nicht begrüßt habe. Das ist also schon, nee, die sind ja sofort startbereit gewesen. Ja, ja. Da ist eine Frau, die sagt, entweder jeder verlasst hier oder wieder verlasst ihr. Ganz laut, die Frau. Ja. Was sagt sie? Wieder selber. Wieder verlasst. Wieder verlasst ihr. Ja. Ja. Wieder verlasst ihr. Ja, wieder verlasst ihr. Kam da wieder. Mhm. Eindeutig, die Frau. Ja. Eindeutig. Wieder verlasst ihr. Ja. Ja. Möglicherweise einfach eure Wohnung, um hier zu sein. Ach so, zum Beispiel, ja, ja, wieder verlasst richtig, ihr. Ja. Die können ja manche Sätze nicht komplett sagen, ja, manche nur, weil sie dann unterbrochen werden, mhm, durch die Frequenzen. Die müssen ja die Frequenzen in Deutsch umformen. Die haben eben dann diesen Schritt, mhm, den das Medium weiß, wieder verlasst ihr natürlich eure Wohnung, um hier, ja, hinzukommen. Genau, mhm, richtig. Das war diesmal eine Frau, eine, ja, eine Frau, junge Frau. Ja.